Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei meinen Rezepten. Heute zeige ich euch ein blitzschnelles Rezept und zwar Schneidebohnenpfanne. Ich habe 10 Kilo Schneidebohnen gekauft, die Hälfte habe ich eingelegt, die Hälfte einfach mit Kartoffelhackfleisch gekocht als Eintopf und jetzt zeige ich euch, wie ihr Schneidebohnenpfanne machen könnt. Ich habe die Bohnen gewaschen, die Stiele abgeschnitten und dann in kleine Stücke geschnitten. Wie groß ihr die schneiden möchtet, ist euch überlassen. Manchmal schneide ich das auch noch einmal in der Mitte durch. Dann werden die Bohnen in Salzwasser weich gekocht. Also die müssen dann schön weich gekocht werden, weil wir sie dann nicht mehr lange kochen, sondern kurz anbraten. Zum Anbraten habe ich 2 große Zwiebeln, 2 Zehen Knoblauch klein geschnitten und brate das in Öl an. Die Zwiebeln müssen dann sehr schön angebraten werden. Anschließend gebe ich dann die Bohnen hinein, die ich aus dem Wasser rausgenommen und unter kaltes Wasser gehalten habe. Und die Bohnen werden dann mit den Zwiebeln so ungefähr 10 Minuten angebraten. Das ist mein Lieblingsessen. Ich mache das wirklich sehr, sehr oft. Ich mache das auch mit anderes Gemüse. Bei Interesse kann ich euch anderes Gemüse zeigen. Jetzt gebe ich Salz, Pfeffer hinein und ein bisschen Chili-Pulver habe ich hineingegeben. Ihr könnt natürlich auch eure Lieblingsgewürze mit hineingeben. Wer das nicht so scharf mag, kann natürlich Chili-Pulver auslassen, aber ich mag das sehr, sehr gerne. Also das Ganze wird dann so ungefähr 10 bis 15 Minuten insgesamt angebraten. Jetzt gebe ich einen Esslöffel Butter hinein zum Schluss und dann gebe ich 3 bis 4 Eier hinein. Alle, die vegan sind, können die Eier und Butter natürlich auslassen, dann ist das komplett vegan. Aber alle anderen können dann jetzt 3 bis 4 Eier hineingeben, das Ganze schön vermischen und ungefähr so 5 Minuten weiter anbraten, bis das Ei stockt. Das ist für mich ein Hauptgericht. Ich esse einfach Fladenbrot dazu und koche Tee. Ihr könnt das natürlich auch als Beilage zum Fleisch vorbereiten. Das ist dann alles. Das wäre es dann eigentlich auch heute von mir. Ich hoffe natürlich, dass euch auch dieses Rezept gefallen wird. Ihr müsst das unbedingt ausprobieren. Das ist wirklich sehr einfach und schmeckt richtig gut. Ich wünsche allen, die es ausprobieren möchten, viel Spaß dabei. Wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Ich sage euch dann in meinem nächsten Video einige Ausschnitte aus der Türkei, aus meinem Urlaub und sage Tschüss.